So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Island 1. Und wir werden jetzt die Hauptmission weiter machen, da wir jetzt allen hier geholfen haben. Erstmal und können als Belohnung ja, mit den dicken Burschen jetzt reden und müssen uns nicht mehr mit den kleinen Nebenquests abgeben. Also, gehen wir mit... Oh, warte, erstmal looten nehmen hier. Eine Stahlrute. Okay. Ich rede mit Sinamoi. Auf geht's. I know what we would have done without you, mate. Got a moment to talk. Oh, es gibt Cash. Ja. So, ich rede direkt wieder mit ihm, ja? Ja. I got the radio going, but I'm not hearing anything. Either this guy is farther away than I thought, or the monsoon's messing with the transmission. This may take a while. But don't worry. I have something for you to do in the meantime. We're running very low on food and water. Think you can find some? Ja, Digga, ein Kinderspiel. Durchsuchen die Poolbars des Hotels nach Essenkonserven. Sure. Okay, then. Don't bother with the hotel. With the power out, it's way too dangerous in there. Check the bars by the swimming pools. Bring everything you can find. Anything at all. Okay? In the meantime, I'll keep trying to reach this guy. Okay, bringe 3 Essenskonserven. Haben wir schon. Fertig. Baseballschläger. Ja, ich kann ihn aber nicht mehr aufnehmen. Warte mal. Muss mal einmal was... Ich hab ihn jetzt genommen. Ja, ich werde mal eben hier... Obwohl, ihr wart, ich muss ihn fallen lassen, ne? Das Rohr fallen gelassen. Kannst du ihn aufnehmen? Hier liegt er. Da? Ja. Aber wir können wieder mit ihm sprechen. Ja, reden wir nochmal mit ihm. Ja, ist ja schön. Alle guten Dinge sind 3. Ja. There are 2 petrol stations in the area, right? One by the lighthouse and one by the tunnel to the city. There might be some food and drinks there. I need you to go and bring everything you can find. Suchen und plündern. Du suchst die beiden Tankstellen und bringe 2 Getränkepacks zurück. I guess I can give you a hand. Das Getränkepack. Ja, das Saftpaket. Ja. Ja, okay. Damit haben wir unsere Mission. Ja, und ich kann jetzt erstmal eben gleich bei der Werkbank da unten einmal verbessern. Oh, der hat einen Molotow für mich, Mike. Oh, für mich auch. Dankeschön. Wir können auch wieder mit ihm reden. Das war seine Belohnung wahrscheinlich von uns. So, jetzt lasse ich mal einmal ganz kurz hier gucken. Modifizieren. Bauplan Schlitzer. Modifizieren. Ich habe auch einen Schlitzer. Jetzt werden wir den auch noch upgraden. Achso, er ist noch nicht. Erst einmal. Brutaler Baseballschläger. Wo ist er denn jetzt? So. Garantie erlischt nach Gebrauch. Trophäe erhalten. So, den haben wir jetzt. Jetzt müssten wir mal eben Baseballschläger, den müssen wir jetzt nochmal reparieren. Jetzt werden wir den mal eben einmal upgraden. War ein bisschen Geld. So. Jetzt nehmen wir den dann auch mit in unser Inventar rein. Baseballschläger. Oh, was ist das denn für einer? Mit einem Sägeblatt. Geil, oder? Nicht schlecht, das. Ja, damit würde ich sagen, wir fahren hoch. Und ja. Sie fahren, soll ich? Ich kann auch fahren, wenn du möchtest. Okay, dann steig ja, du ein. Ja, ja. Ach so. Aber hey, ja, ich steige aus, ich setze mich hinten drauf. Ja. Schwierig, sich zu einigen, oder? Ja, und vor allem, wenn man halt nicht miteinander dann sprechen kann und sowas, ne? Das ist halt dann auch immer schwierig. Ich könnte auch einfach auch sagen... Barriere. Ja.
fahre jetzt einfach quer durch das, die Straße lang. So. Okay, let's go. Ich habe auch keinen eigenen Weg. Tankstelle Nummer 1. Aber wo ist denn die Tankstelle Nummer 2? Ne, die eine hatten wir ja schon, das Tempo. Da gehen wir nur schnell rein, holen unser Päckchen. Unseren Saft. Und gut ist. Unseren Saft holen wir. Und dich war ich auch noch. So. Oh, warte mal. Die beiden. Die stehen da so schön. Okay. Dann würde ich sagen. Ach, da ist ein Dicker. Hallo. Oh. Jetzt sind aber einmal die Zombies hier. Er ist tot, unser Kumpel. Ich will den Saft, ich hole den Saft. Ja, mach mal. Was wurde hier gestürmt? Wir haben die Tankstelle gestürmt hier. So, ich guck einmal kurz auf die Karte. Was ist da? Durchsuche die beiden Tankstellen. Oh, die eine ist. Ach, die ist direkt da, wo wir losgefahren sind. Echt jetzt? Ja. Natürlich ärgerlich. Ach, jetzt bin ich hier vorne eingestiegen. Ja, egal. Dann bin ich genau richtig eingestiegen. Hat sich so angefühlt, als würde ich gerade über etwas Weiches fahren. Ah. War vielleicht irgendein. Ein Untoter. Boah, Junge, boah. Ich dachte, ich würde die Kurve auch noch richtig gut hinkriegen. Boah, was war das denn? Denkst du, hier ist das richtig? Nein. Gegenstand nehmen. Hä? Ach. Wir müssen da unten hin. Ja, ich bin schuld. Ja, ich hab's neu markiert. Jetzt ist uns beinahe ein Fauxpas unterlaufen. Ja. Da war einfach noch der Wegpunkt da. Der ist einfach nicht weggegangen von alleine. Was du mir nicht sagen. Das kenne ich mit den Wegpunkten. Da kann ich meine Fahrskills aber noch ein bisschen. Oh, der ist aber voll reingelaufen. Boah, ich verliere die Kontrolle. Ja, ich sehe das schon. Gibt auch eine Bremse. Also. Wer bremst, verliert. Ja, hast auch recht. Hier ist der Preis 3,20 Euro. Ja. Super. Bam. Das ist aber schön erwischt. Nein, du brauchst jetzt nicht unsere Hilfe. Entschuldigung. Hola. Fährst aber auch wie eine gesenkte Sau, ne?
Ich fahre richtig gut. Ah, hier scheint eine Tankstelle. Das ist identisch. Jo! Mr. Bombastic. Wir sind da! Boah. Wehgetan. Verkehrsstau. Oh, Scheiße. Keine Absicht. Schalte Schalter A aus. Was heißt das? Oh, hier. Haben wir Schalter A? Da kannst du nicht hergucken hier. Guck mal, die Frau. Das kannst du sehen. Die hier liegt? Ja. Ja. Woher weißt du denn, ob das eine Frau ist? Sah jetzt so aus. Ich sehe da gar nichts mehr. Das Gerippe. Mach das ist aber nicht von mir. Ah. Ich habe meinen Schalter ausgeschaltet. Musst du über die ausschalten? Ja, ne? Ja, schalte Schalter A aus. Ah, ich habe jetzt schon Schalter C oder sowas ausgeschaltet. Oh, was macht ein Mr. Bombastic da oben auf dem Dach? Ja, der chillt. Guckt sich das ganz genau an, was da unten passiert. Kumpel? Oh, Sir. Sie haben meinen Arm verloren. Wir müssen erstmal die ganzen Dinger finden. Oh, ich werde angegriffen. Ja, ich bin da. Ah, der Kopf ist ab. Ja, wie hängt er denn hier? Er hat den Sprung nicht geschafft, siehst du ihn? Ja, ja. Jetzt ja. Jetzt hat er es geschafft. Was ist denn hier für ein Zeug drinne? Ah, ich bin durch den Stein, den Busch geglitscht. Wir kommen hier nicht rein. Ah. Noch nicht. Vielleicht hier übers Auto? Könnte gut möglich sein. Hallo. Bist du drin? Ich bin drinne. Was haben wir denn hier für einen gefährlichen Stoff? Harmful Safety Info Ingredients Acid, also irgendeine Säure. Ja. Oh. Ich hab dich sowas von gerettet. Da fliegt der Kopf noch. Das war ein sauberer Schnitt. Was ist der Teufel? Okay, auf geht's. Gucken wir, was hier drin ist. Ah. Ach ja. Hallo. Boah, aua, Mr. Bombastic. Was ist er denn hier? Okay. Wo nicht? Ich versuche ihm Bein abzuschneiden. Hat nicht geklappt. Energiedrink. Ach ja. Die Leine. Da hinten ist noch so ein dicker Bursche. Hier unten ist Dietrich Stufe 3. Ja, lass mal rechts gleich. Ja, komm her, Kumpel. Ist durch. Ah, hier ist noch ein T-Rex. Boah. Ein kopfloser T-Rex. Das will ich erstmal eben hier einmal looten. Ich hole uns mal eben hier das. Mal gucken, was hier in dem Dietrich ist. Halt die Stromzufuhr aus. Oh, ein Hammer Stufe 10. Den können Sie gerne nehmen. Ja, ich muss aber nur dafür irgendwas einmal wegschmeißen. Lassen wir hier den Stock weg. Wollen wir den Hammer nehmen? 10. Ach, da ist auch eine Werkbank. Das ist natürlich schön. Mal eben einmal mein krasses Teil hier reparieren. Aber
Aber der macht ja schon guten Schaden. So, das hast du gemacht. Okay, dann können wir hier mal eben das hier aufmachen. Zack. So. Was für ein Krückstock. Was haben wir denn da hoch? Nein, warum komme ich denn da nicht hoch, ey? Aber wenn ich versuche hochzuspringen, ich lande wahrscheinlich direkt hier und krieg Elektroschocker. Ja, schon. Hast du es geschafft? First try? Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht so Aua! Oh, ich bin gleich tot. Ich komme nicht hoch. Ich bin One-Shot. Ich bin One-Shot. Ja, jetzt bin ich auch oben. Boah, ich wollte ihn eigentlich runterkicken, aber das hat nicht geklappt. Ist der Bombastik. Get up. Oh, Mr. T-Rex. Er wollte mir mit seinem Stummelarm heimgeben. Was ja, er ist runtergefallen. Na, aufstehen müsste er da runterfallen. Schön. Oh, hier ist Obst. Ich finde eine Frucht. Brauch erstmal Energy Drink. Und hier haben wir einen Ausweis. Ausweis Nummer 24. Ja. Und wir haben hier ein Molotow. Dietrich. Ja. Schlagring. Ist der besser als mein aktueller Schlagring? Warte mal. Schlagring. Ja. Ich glaube, wir müssen auch hier runter. Bam, da bin ich. Ja, ich habe das Saftpaket. Okay, ich gebe dir Deckung. Hallo. Guck mal, ob hier was ist. Maybe I'll find something useful. Oh, hier ist ganz viel Saft. Wie viel Saftpakete brauchen wir denn? Ich glaube, einer reicht, ne? Ich glaube zwei insgesamt. Und da wir einen haben, das hier der letzte. Ja, okay, dann bitteschön. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Ja, mehr können wir auch hier, glaube ich, gar nicht reinpacken. Ah, ich nehme vorsichtshalber noch ein drittes. Ja. Für den Eigenbedarf. Ja, ich wollte sagen, für uns. Okay. Jetzt muss ich mal eben einmal an der Karte wieder meinen Wegpunkt wegmachen. So. Was denn da? Ich auch. Mir wird jetzt nämlich nichts angezeigt. Schalter C ist noch da, ist woanders. Müssen wir den auch noch ausschalten? Warte mal. Nö, eigentlich nicht. Weil siehst du, wo Schalter C ist? Der ist dann wahrscheinlich dafür, dass hier die Elektrizität ausgeht oder sowas, dass man da einfach hochklettern könnte. Wo soll denn Schalter C sein? Mach mal die Karte auf und geh dann mal nach links. An den Rand, da unten. Ach, da unten. Da hätten wir hingekonnt, dann hätten wir einfach da die Leiter hochklettern können. Ah, okay. Aber gut. Soll ich fahren? Willst du fahren? Nö, du kannst von mir aus fahren. Gut, ich muss jetzt... Ich setze mich hinten drauf. Ja, okay. Zu unseren Saftpacks. Sitzt du? Ich halte hier die Stellung. Ich sitze, es kann losgehen. Okay. I'm ready. Ach, bin dran, knapp dran vorbeigefahren. Do not fucking mess with me. Hoppala, er war im Weg. Na, mal gucken, da sehen wir noch schön viele Zombies mitnehmen hier, wenn ich hier schon fahre. Bringt gut EP. Ja. Ah, I got your attention now. Da ist bestimmt auch noch mal irgendwas. Okay. Warte, sollen wir da mal eben anhalten? Warte mal.
Weil die haben ja hier irgendwas bewacht. Warte mal, was ist denn hier? Warte mal, ich steig mal eben anders. Ich mach das mal. Jetzt hatte ich hier ein Saftpaket in der Hand. Mal ganz kurz gucken, die... Ach so, hier ist einer... Warte mal, ich gehe mal eben hier rein. Okay, alles klar. Das war's. Ich will gar nicht mit ihm reden oder sowas. Ich wollte nur mal eben gucken, dass uns das angezeigt wird auf der Karte, weißt du? Ja. Ach, der hatte auch noch einen Zitronensaft in der Hand. Ach, cool. Sitzt du wieder drin? Noch nicht. Okay. Ich hab mal diesen Baseballschläger weggenommen. Ich hatte immer dieses sägende Geräusch im Hintergrund. Jetzt erstmal eine andere Waffe genommen. Ach so, du wieder. Nein, du kriegst jetzt nicht unsere Help. Wenn du schon so lange da stehst und überlebt hast, dann wollen dich die Zombies nicht. Nee. Hoppala. Sorry, mate. Ah. Double kill. Aha. Ja, die musste ich mitnehmen. Da habe ich das den Crash mit dem Auto in Kauf genommen. Bringen wir ihm seinen Saft. Statt Wasser oder sowas wollen die Saft haben, das auch wieder. Na, dann brauchen wir noch mal ein bisschen Zucker. Hallo, unterzuckert. Jeder hat seinen Saft. Jeder hat seinen. Ach, wir hätten da auch reinfahren können, ne? Mit dem Auto reinfahren können. Aber egal, so sieht er wenigstens, dass wir den bringen. Hier liegt Saft auf dem Boden. Ja. So. Einmal ganz kurz. Ach, brauchen wir jetzt nicht verbessern. Wir gehen jetzt hoch zu ihm. So, Mr. Lifeguard. Thanks, mate. I was losing hope. It's just what I was hoping for. So, zack. Dankeschön fürs Geld. Also, er hat jetzt die nächste Quest hier. Ich werde mal einmal ganz kurz eine Fähigkeit vergeben, weil ich habe ja jetzt schon wieder was. Was haben wir denn hier? Versteckt Fähigkeiten, die mit Schaden, Durchschlagskraft, Handhabung oder Haltbarkeit zu tun haben. Bei allen Aura-Reichweite nicht eingeschlossen um 20%. Du bist in erster Linie auf Kampf gegangen? Ja, ich bin auf Kampf gegangen in erster Linie. Ich gehe hier weiter, weil hier unten ist erhöht die Menge von hergestellter Munition. Das könnte vielleicht später ganz interessant sein. Und mit Munition, die du tragen kannst, wenn ich die Waffe machen kann. Ach, ich kann ja jetzt sogar auch die... ich kann den Revolver jetzt nehmen. Ah, geil. Und ich habe sogar jetzt die zwei... Ich habe jetzt die extra Slots hier auch frei. Ich kann also noch weitere Waffen nehmen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Guck mal hier. Meinen Kopf schießen. Schieß. Nein, weiß nicht. Ich habe nur 5 Schuss. Aber ich weiß, aber ich weiß das zu schätzen, dass du dich aufopfern willst.
Sollen wir mit ihm weiterreden oder sollen wir noch eine Nebenquest machen? Was meinst du? Ich würde sagen, wir sprechen mit Mike und machen die Nebenquest. Okay. Dem nackten Mann. Ja, der nackte Mann. Some fucking vacation, huh? I can help you out, though. You need a weapon, I'm your guy. Bricks and baseball bats can only take you so far. Torch 'em. They burn real easy. Get yourselves a couple of Molotov cocktails and you can burn up a whole mob of those motherfuckers. You bring me a couple and I can make you a few cocktails, if you catch my drift. Okay, besorge 5 Flaschen Alkohol, die haben wir schon. Good. Hab ich auch. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Geben wir ihm? Good. Yeah. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. So you wanna burn those bastards or what? Alkohol. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles. Sagst du mir jetzt das ist ein dritten Mal. Er wollte 5 Stück haben. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Ja, du darfst ihm jetzt auch eingeben. Ich kann ihn mit ihm nichts machen. Ach so, okay. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Den Kumpel. Aber was nochmal? Nee, das war's jetzt. War's anscheinend. Ich habe jetzt Molotovs genommen. Kann ich die auch in mein Inventar packen? Warte mal, Wurfwaffe. Ich habe auch Molotovs in meinem Inventar. Feurige Getränke, ja, es ist ja, das kann. Jedes Mal, wenn du Mike 5 Flaschen Alkohol bringst, macht er Molotov-Cocktails für dich. Ja, das war's. Oh, guck mal, ich habe einen das in der Hand. Das war's mit ihm. Ich habe einen in der Hand. Boah, du trittst mir gegen Schienbein. Boah, die Feueranimation. Bei mir brennt er noch gar nicht. bei mir brennt er, warte, ich nehme einen in der Hand. Ja, diese Sichel, die ist aber auch überdimensional groß bei dir. Ja, er brennt schon. Ja, die Brandanimation, die ist oldschool. Oh, er wirft die! Oh, er sollte die doch gar nicht werfen. Er fackelt Mike ab. Das ist das, was du verdient hast, Mike, dafür, dass du uns sowas gibst. Aua. Wir wollen einmal ganz kurz zu unserem Händler gehen. What's this here? Ich auch. Hier was verkaufen. Gucken, Level 6, Level 7, Level 4. Stopp, muss. Besser muss auch weg, das ist auch Level 4. Nehmen nur noch den guten Stuff. Ich habe noch 2 Alkohol, ich könnte bei ihm jetzt auch noch ein bisschen noch 2 Molotovs machen. Beim hier. Wenn wir wieder auf Reisen gehen, dann müssen die Waffen erstmal alle wieder funktionieren. Irgendwas modifizieren? Nein. Draht. Ich habe erst ein Draht mal gefunden. Ist aber auch mickrig. Keiner Draht. Gut. Ja, wir sind bei 28 Minuten. Wir könnten... was können wir denn machen? Wir könnten zum Leuchtturm fahren. Da nochmal ein bisschen, vielleicht unterwegs noch ein bisschen kaputt hauen und dann beim Leuchtturm das nächste Mal dann Quests machen. Da sind auch 3 Stück. Starten wir da in der nächsten Folge dann. Ja, oder willst du hier mit Sinamoy dann als nächstes machen? Ja, mir ist das eigentlich egal. Wir können auch Quests machen, die auf dem Weg liegen, weil ich glaube, dass die nicht allzu lange dauern werden. Wir haben hier einige, die auf dem Weg hoch sind. Ja. Rechts und links in den Häusern. Ja, also meinst du hier Annes Nieder und Kim zum Beispiel? Ja, oder auf der rechten Seite Roger. Ja, komm, Roger hier. Nelson Mandela. Ja, komm, wir gehen zu Roger. Komm. Ah, ich laufe schnell. Ja, ich auch. Gehen wir zu Roger. Ja, erstmal für mich markieren. Ach, einfach der Straße folgen. Boom, was Roger hat.
Du hast kaum Ausdauer, oder? Ja, ein bisschen habe ich. Noch komme ich klar. Bloody Shithead. Nimm die Sichel. Huch. Hammer. Was war los? Da hing der Kopf an der Sichel. Ach ja. Ada. Kumpel, das lief nicht gut für dich. Ist denn hier rechts? Was ist denn? Ach so. Ach ja, er ist das hier. Er hat so, schon wieder sein Auto hier festgefahren. Das haben wir doch beim letzten Mal rausgenommen hier, das Auto. Jetzt ist es wieder. Muss ich wieder reingefahren. Ist das auch Roger? Ja, das ist Roger. Ich muss ja nur mal einmal den Wegpunkt wegmachen. So, Roger, was können wir denn tun? Was können wir dir antun? And this is my wife Jess. We were driving like a bat out of hell when I saw that broke down car. Part of me said, forget about it. But I couldn't do that and live with myself, so we stopped to see if we could help. The driver must have been in shock or something, because he threw himself at us like a crazy guy. Benutzt richtig. I had to kill him. But this was self-defense. I was protecting myself. You gotta believe me. But you know what? He took a bite out of me, man. Shit. I think I got whatever he had. Rabies. I don't know. Fuck. Who the hell knows? But can you get Jess out of here? If I start to lose it, I don't want to bloody hurt her. Verdammter Schatz, bringe Rogers Ehefrau Jessica zu James im Leuchtturm. Ja, das kommt. I guess I can give you a hand. Hey, dann sind wir gleich am Leuchtturm. Thanks. Ja. Should take her to the lighthouse. My brother James should be there. Alter, ich hab deine Sichel im Bild. Er kniet sich dahin. Ich habe auf einmal die Sichel vor seinem Schädel. Ich muss erstmal im Eimer hier. Wir nehmen nochmal Alkohol mit für Mike, damit er wieder ein bisschen brennen kann. Wasser nehmen wir auch nochmal mit. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch hier alles komplett einmal wieder looten. Wir kommen eh nicht mehr zurück. Ich habe Oleander genommen. So, folgt. Wo ist Oleander? Ich habe Oleander hinten in dem. Dingens aufgenommen hier irgendwo. War in einem Schrank. So, was ist denn jetzt mit ihr? Kommt sie jetzt mit uns? Muss ich sie anquatschen oder? Adam? Können sie mitkommen? Was? Was ist mit ihr? Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir ins Auto steigen. Vielleicht steigt sie dann automatisch mit ein. Ach, ich wollte gar nicht hier hin. Ja, also sie steigt jetzt ein. Dann setze ich mich hinten drauf. Okay, dann darfst du fahren. Sitzen wir alle? Ja. So, willkommen hier im Auto. Anschnallen und zurücklehnen, bitte. Der Weg ist ja nicht weit. Aber die werden nicht mit uns gelaufen. Die gute Frau möchte nur gefahren werden. Dafür ist sie sich zu schade. Ja. Hier einfach absetzen, glaube ich. There are people living in the lighthouse? Ja, ich rede mal. Thank you. Okay. Can you check on my husband?
wieder zurück. Ja. Ja. Ja, war das? Ne, wir haben eine Quest abgeschlossen. Oder haben wir jetzt eine neue Quest direkt angenommen? Ich nicht. Ja, ich guck mal. Er wird wahrscheinlich. Ja, wir sind da. Hilft den Leuten am Leuchtturm? Ne, Hauptquest? Nö. Luke Craig, das wird angenommen. Wir haben auch den Bruder von Daniel Craig hier drin, ey. Ja, ich sehe gerade, wir hätten doch Schalter 10 noch ausschalten müssen. Das ist eine Quest. Wassertanz. Ach. Ja, sollen wir das noch eben machen? Ja, wir können da eben nochmal hinfahren. Hast du dir das markiert? Dann kannst du fahren, wenn du willst. Ja. Mir wird irgendwas anderes wieder angezeigt. Was habe ich denn schon wieder für eine Quest ausgewählt? Achso, rede mit Sinamoi. Markieren wir jetzt einfach mal, was ich glaube, das ist irgendwie die Quest, die er immer auswählt, wenn er einen abgeschlossen hat. Ja, der macht immer wahrscheinlich die Hauptquest, ja, gehe ich auch von aus. Dann machen wir noch eben Wassertanz und dann sind wir auch durch für diese Folge dann wieder. Also man kann ja nicht sagen, dass wir hier permanent nur erkunden oder sowas. Wir machen eigentlich permanent Quests, ne? Also ja. Wir haben eigentlich ein gutes Pensum, was wir hier abspulen, würde ich mal sagen. Boah. Oh, ich sehe nichts, die Scheibe ist beschlagen. Boah. Da ist die gute Frau wieder, die winkt. Boah. Das habe ich festgefahren. Nein, nein, geht schon. Du schaffst das schon. Muss uns auch aus dieser misslichen Lage dann rausbringen. Gucken, was bei Schalter C jetzt auf uns wartet. Er nimmt irgendeiner Schaden die ganze Zeit, der durchs Feuer läuft. Selbst schuld. Suche einen Weg auf die Plattform. Hier ist eine Leiter. Hier ist eine Schnellreise. Das ist ja auch gut. Ach, da bist du einfach hoch. Hä, hier kannst du Kisten stapeln. Ja, ich habe einfach X gedrückt und dann Viereck. Also ich kann hier oben ausschalten. Ja, ja, ich kletter auch mal hier hoch. Du solltest eigentlich die Kisten da stapeln, um dann da hochzugehen, aber wir können das anscheinend auch ohne. Wir sind halt echt gut. Ja, mach ruhig, wenn du willst, kannst du ruhig. Ja, machen Sie ruhig. Okay. Machen wir es mal. Erstmal den Energy Drink. Ja. Warum nicht? Fest abgeschlossen, Wassertanz. Fest abgeschlossen. Ja, easy. Das war's. Jetzt ist das da hinten. Jetzt ist das da bestimmt nicht mehr. Oh nein! Schön. Hauptsache mit dem Kanister in den Tod springen. Boah, hier ist noch richtig Action. Das war aber eine Frau. Die Brut. Ich will hier einmal reingucken, was uns hier drin. Da liegt was. Ich glaube nicht, dass wir hier. Kommen wir hier so einfach durch? Ich glaube nicht. Ich bin gleich tot. Ich war gefest. Ich häng wirklich fest hier. Echt? Ich häng fest. Kein Scherz. Ja, ich häng fest. Ja, ich bin tot. Okay, dann gehe ich da nicht hin. Wollte auch dahin springen. Ich kann mich auch nicht wiederbeleben. Noch jetzt. Jetzt sind wir hier vorne. Neuer Versuch. Alter, da ist jetzt ein Zombie. Bist du zum Zombie geworden? Guck mal. Deine Zombie-Version ist da. Sie ist aufgestanden. Okay. Ah, nee, ich glaube nicht, dass man da weiter kann. Okay, noch jetzt nicht zumindest. Haben wir eine Schnellreise freigeschaltet. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Dann lassen wir uns das offen und gucken mal. Da hinten steht schon wieder einer am Benzin. Guck mal, der guckt sich die Benzinpreise da hinten an, der Typ.
Ah. Schön schreien. Boah, Mensch. Hattest du schon mal eine Sichel im Kopf? Ja. Er hat ein Feuerzeug dabei gehabt. Meine Sichel ist weg. Ich habe ein Feuerzeug nur aufgenommen. Warte mal, oder? Habe ich die Sichel auch aus Versehen aufgenommen? Nein, ich habe sie. Okay. Ich habe auch eine Sichel, aber die hatte ich vorher schon. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.